Daniela Katzenberger hat für die diesjährige Weihnachtszeit einen Adventskalender kreiert. Natürlich in Pink. Wie sie auf die Idee dazu kam, hat sie Promipool verraten. Ich bin ein Weihnachtsfreak. Ich liebe alles, was mit dieser schönen, kalten Winterzeit zu tun hat. Das deftige Essen, sich vor dem Kamin in eine dicke Decke kuscheln und das Familienleben genießen. Weihnachtsmärkte, das ist einfach so eine magische Zeit. Meine Weihnachtsfreude wollte ich unbedingt mit meinen Fans teilen. Und wie kann ich das am besten machen, als mit einem richtig schönen, großen, pinken Adventskalender, so die Katze. Was sich hinter den Türchen verbirgt? Bestimmt mindestens einmal Schminke, schließlich gehört das für Daniela zu einem guten Adventskalender dazu. Schon jetzt freut sich Daniela auf Weihnachten und erzählt von ihren Plänen für das diesjährige Fest. Wir planen, Weihnachten zusammen als Familie in Deutschland zu verbringen. Wahrscheinlich im Schwarzwald. Es werden einige schöne, besinnliche Tage. Darauf freue ich mich jedes Mal wie ein kleines Kind. Ich liebe Weihnachtsmärkte, Schnee und die vielen leckeren Sachen. In Rotkraut, Knödel, Ente könnte ich mich reinlegen. Beim Geschenkekauf für Weihnachten achtet Daniela auch darauf, Töchterchen Sophia nicht zu sehr zu verwöhnen. Natürlich bekommt Sophia jedes Jahr ein tolles Geschenk zu Weihnachten, aber wir übertreiben da nicht und überhäufen sie nicht mit Spielsachen. Vor allem Lukas fällt das immer ein bisschen schwer, weil Sophia seine kleine Prinzessin ist, erklärt Daniela. Sie würden auch immer versuchen, Sophia zu überraschen. Allerdings sei das nicht immer einfach. Sie ist echt clever und versucht immer rauszufinden, was das Christkind ihr bringt. Und wie sieht es mit Daniela selbst aus? Was war bisher ihr schlimmstes Weihnachtsgeschenk? Meine Mutter hat mir mal, viele Jahre bevor ich Lukas kennengelernt habe, ein Buch mit Tipps, Männer richtig zu verführen, vor der versammelten Familie in die Hand gedrückt. Das war so peinlich. Sie wollte damals unbedingt Oma werden. Ich habe das aber nie gelesen. Da verlasse ich mich lieber auf meinen Instinkt, erzählt sie lachend. Hat Daniela auch ein Geschenk, das ihr bisher am besten gefallen hat? Ich bin da nicht so anspruchsvoll. Man kann mich mit Schminke, Schmuck oder einem Parfüm immer glücklich machen. Das schönste Weihnachtsgeschenk ist für mich sowieso, für meine Familie Zeit zu haben.